Also in erster Linie eine wahnsinnige Lehre, ne? Und bin jetzt auch oft gefragt worden, Stolz oder Enttäuschung. Also jetzt ist eine sehr große Enttäuschung natürlich da, aber trotz allem ein riesengroßer Stolz, wie der BHC sich insgesamt präsentiert hat hier mit den Fans zusammen und auch die Mannschaft. Wir starten super ins Spiel, könnten höher führen zur Halbzeit. Zweite Halbzeit hat Magdeburg eine sehr gute Phase. Wir liegen zurück, wir kämpfen uns nochmal richtig zurück, haben dann im letzten Angriff nochmal die Möglichkeit. Also es ging wahnsinnig auf und ab, jeden Zentimeter wurde wahnsinnig hart gekämpft und ja, sehr, sehr ärgerlich. Es sind immer so Kleinigkeiten, die solche Spiele entscheiden und die haben leider halt heute gegen uns gesprochen. Ich glaube, wie gesagt, wir haben im regulären Spiel ja noch den letzten Angriff. Auch trotz Unterzahl kommen da noch zu einem Wurf. Das ist auch wieder, ja. Schade, dass er da nicht reingeht, sonst hätten wir gar keine Verlängerung spielen müssen. Dann gehen wir mit der Verlängerung in Unterzahl, schwächen uns selber nochmal, kriegen den Ball abgepfiffen und ich glaube dann, wo dann drei Tore vorn waren für Magdeburg, dann war es eigentlich ja, gelaufen, das Spiel. Dann haben wir noch so ein, zwei Angriffe, wo wir so ein bisschen Ruck dann probieren, ganz schnell noch irgendwie einen Anschluss zu schaffen, aber da ist, glaube ich, dann endgültig das Spiel dann entschieden gewesen. Ja, wir können sicherlich sehr viel mitnehmen, nämlich wie wir da nochmal zurückgekommen sind. Ja, Impulse von der Bank, von Fabian Gutbrot, der da von der Bank dann reingekommen ist. Und wir waren dann drei, vier Tore, glaube ich, hinten. Und er hat in einer Körpersprache da rein, dass er uns alle mitgezogen hat. Und sowas kann man immer mitnehmen und immer positiv mitnehmen. Also ich glaube, noch mit ein paar Tagen Abstand wird man auch dieses Event dann auch für uns als positiv dann irgendwo sehen, auch wenn es sportlich leider nicht geklappt hat mit dem Finale. Und ich hoffe, dass das alles positiv, alles andere wäre Quatsch. Also wir haben ja hier ein super Spiel gemacht, unsere Fans haben ein super Wochenende, hoffe ich. Und die hätten das auch verdient, morgen nochmal eine Mannschaft zu haben, die sie so enthusiastisch unterstützen können. Aber hat leider nicht gereicht, aber wir werden jetzt die Kräfte mobilisieren für die letzten Wochen. Und schon nächste Woche der Magdeburg in unserer Halle schlagen.